Heute möchte ich mit dir über Kohlenhydrate sprechen, beziehungsweise über Nicht-Kohlenhydrate. Die Rede ist von Low Carb. Wie gesund ist denn eine Low Carb Ernährung wirklich? Und kann ich damit wirklich dauerhaft abnehmen? Wie effektiv sind die Diäten? Die Antworten gibt's jetzt. Jedes Jahr aufs Neue titeln die Klatsch- und Ratsch-Magazine mit Low-Carb-Diäten, die die Pfunde ruckzuck purzeln lassen. Aber ab wann kann ich meine Ernährung als Low-Carb bezeichnen? Ein Teller Spaghetti statt zwei? Bei einer normalen Ernährung kommen täglich rund 250 bis 300 Gramm Kohlenhydrate zusammen. Damit werden ca. 50% der benötigten Energiezufuhr gedeckt. Der Fett- und Eiweißanteil ist natürlich deutlich niedriger. Bei der Low-Carb-Ernährung wird dieses Verhältnis umgedreht. Hier dominieren Proteine und Fette. Dafür werden nur geringe Mengen an Kohlenhydraten aufgenommen. Für gewöhnlich werden bei Low-Carb weniger als 60 Gramm Kohlenhydrate pro Tag aufgenommen. Das macht etwa so 5-10% der täglichen Energieaufnahme aus. Bei extrem Low-Carb-Diäten, wie zum Beispiel der Atkins-Diät, werden weniger als 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag aufgenommen. Bei der ketogenen Ernährung sind es so 20 bis 50 Gramm. Wenn du das Thema Ernährung spannend findest, du dich gerne intensiver damit beschäftigen möchtest, vielleicht sogar beruflich, dann schau dir doch mal unsere Ausbildung zum Ernährungsberater an. Denn dort lernst du unter anderem genau sowas. Aber zurück zur Frage, macht Low Carb jetzt schlank oder nicht? Neben der drastischen Reduktion von Kohlenhydraten ist schlank im Schlaf eine beliebte Variante der kohlenhydratarmen Ernährung. Beim Abendessen wird hierbei auf Kohlenhydrate verzichtet, um dann nachts eine maximale Fettverbrennung zu erreichen. Egal wofür du dich entscheidest, die Chance, dass du schnell Gewicht verlierst, ist groß. Aber Beobachtungen zeigen, dass die Erfolge bei der Gewichtsabnahme zwischen kohlenhydratarmer und kohlenhydratreicher Ernährung nach einem Jahr vergleichbar sind. Entscheidend ist bei beiden Diäten, dass sie langfristig durchgeführt werden. Vergleicht man Low Carb mit einer ausgewogenen Mischkost hinsichtlich ihres Potenzials zur Gewichtsabnahme, so kommen Langzeituntersuchungen zu dem Ergebnis, dass Low Carb zwar initial schnellere Gewichtsverluste erzielt, jedoch nach einem Jahr beide Ernährungsformen gleich effektiv sind. Wenn dein Ziel also die dauerhafte Gewichtsreduktion ist, dann lohnt es sich nicht, dich mit Low Carb zu knechten, wenn es dir schwerfällt. Manchen fällt das ja leicht. Dafür hat Low Carb aber andere Vorteile. Die Ernährungsweise hat auf jeden Fall positive Effekte auf die Blutfettwerte. Und für dich und dein Wohlgefühl dürfte es auch positiv sein, denn die eiweißreiche Kost kommt den persönlichen Vorlieben oft entgegen. Außerdem haben die proteinhaltigen Lebensmittel einen hohen Sättigungseffekt. Die Ketonkörperbildung dämpft das Hungergefühl zusätzlich. Und die Metabolisierung von Eiweiß kostet den Körper mehr Energie. Tja, und wo Vorteile sind, sind meist auch Nachteile. So auch hier. Zu Beginn der Umstellung können Energielosigkeit und Konzentrationsschwächen auftreten. Außerdem ist die Mikronährstoff- und Ballaststoffzufuhr bei einer Low-Carb-Ernährung häufig unzureichend. Grund könnte sein, dass man sich mit ungünstigen Lebensmitteln monoton ernährt, zum Beispiel häufig zu fettreichen Fleisch- und Wurstwaren greift. Der hohe Konsum von tierischen Lebensmitteln wiederum wird zunehmend als ökologisch negativer Aspekt gewertet. Ja, du siehst also, moderates Low-Carb ist inzwischen eine akzeptierte Ernährungsform mit unbestrittenen Vorteilen bei der Fettverbrennung. Wie jede Ernährungsform kann aber auch diese ins Extrem gesteigert werden und bringt dann Nachteile mit sich. Für wettkampforientierte Sportler mit hohen Energieumsätzen und bei einigen Krankheitsbildern ist Low Carb generell nur bedingt zu empfehlen. Wenn du jetzt sagst, das wusste ich alles schon, dann bist du ein echter Ernährungsexperte und solltest mal darüber nachdenken, auch beruflich in diese Richtung zu gehen. Unsere Ausbildung zum Ernährungsberater könnte da zum Beispiel der perfekte Einstieg für dich sein. Alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage. Schau doch gerne mal rein. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Video.